Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und wirklich alle, bedeutet auch G.I. Joe, a real American hero. Eieiei, der Titel macht mir ein bisschen Angst, ich hoffe, es wird nur halb so schlimm. Ja, mal schauen, hüpfen wir mal rein. G.I. Joe, muss ich sagen, den ersten Kinofilm fand ich ganz okay. Und den zweiten habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe gar nichts mehr verstanden. Ich kann mich nur erinnern, ich bin im Kino drin gesessen, wusste nicht, wer ist gut, wer ist böse, keine Ahnung. Alle haben sich auf die Schnauze. So, okay, Mission 1, Team Member Nummer 1. Was ist denn da? Der hat eine gute Knarre, nehmen wir mal den da. Typ mit Knarre. Rock'n'Roll! Und Typ mit Messer. Gut. Mission 1. So, mal, schauen wir mal. Wie weit wir kommen. Müsst mich entschuldigen. Ich bin ein bisschen verschnupft. Ein bisschen ist gut. Also die letzten Tage habe ich nicht aufgenommen. Ihr habt davon natürlich nichts gemerkt. Aber es geht gerade wieder zum Aufnehmen. Vielleicht hört man sie noch an meiner Stimme ein bisschen. So, was können wir machen? Wir können uns ducken. Wir können raufschauen. Wir können hauen. Wir können springen, wir können richtig hoch springen und haben. Dann können wir schießen auch. Ja. Aha, richtig fett schießen. Okay. Versuchen wir mal nur mit Hauen weiterzukommen. Oder auch nicht. So, da. Der kann mich hier nicht treffen von da unten. Sehr praktisch. Was ist das da unten für ein Mist? Ah, das habe ich mir schon gedacht. Ja, einer dieser bösen Fische. Nein, ja, einfach mit der Faust geboxt, den bösen Fisch. Aha, da oben ist eine Wumme. Kann ich das da einsammeln irgendwie? Nein. Komme ich darauf? Gar nicht. Ja, da scheint, die Grafik ist ja nicht schlecht, aber die Gegner sind ein bisschen stupide. Aha, gerade nicht eingesammelt. Was kommt jetzt? Aha. Und wie explodiert? Ich hau mit der Faust drauf. Da oben ist irgendwas versteckt. Aha. Die schießen wahllos durch die Gegend. Naja, Gegner, Intelligenz ist so bei null. Ja, ja, ich weiß schon, das war damals nicht so leicht, aber. Die wirken schon sehr dümmlich hier, die Gegner. So, da, weiter geht's. Aha, ich duck mich. Ah, tschüss. Ah, ja, 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 ja. Ducken. Ah, duck dich doch, du Affe. Duck dich. Duck dich. Einmal select und abschießen. Geht das so? Okay, stirb. Na, weiter geht's. Ah! So schnell kann man gar nicht reagieren, mit die da runterfliegen manchmal. Wow! Ja, die Grafik ist eigentlich wirklich fein gemacht, also ich weiß nicht, taugt mir irgendwie. Aber die Gegner, was ist da unten? Da rechts unten ist doch einer. Was macht der jetzt? Mhm, das habe ich mir schon gedacht, dass das so passieren wird. Schalte ich wieder um auf meine Waffe und ballert ihn so ab. Sehr gut, weiter geht's. Da haben wir wieder was eingesammelt. Da kommt wieder einer mit aus mit seiner Waffen. Duck dich doch, ich drück doch eh nach unten. So, da. Tiger. Noch ein Tiger. Ja, also wenn die Gegner nicht so stupide wären, ein bisschen mehr abwechseln. Ah, die Grafik wird mir schon da und die Steuerung funktioniert auch ganz gut. Aber das Gegnerdesign ist echt. Ah, jetzt kommt also gleich der Endgegner. Ich krieg nochmal Munition. Also ich schätze mal, da kommt jetzt der Endgegner. Ich wechsle mal auf die Waffe. Ich habe das Spiel vorher noch nie gespielt. Das ist also reine Vermutung. Ja. Time up! Na echt jetzt? Ich hab nicht gewusst, dass die Zeit läuft. Okay. Da haben wir nicht so viel Zeit lassen. Okay. Okay, nochmal.
mein Team auswählen. Mr. Superwoman war eine gute Wahl, glaube ich. Und Mr. Ich habe die tollen Schwerter. Gut. Geht schon ein bisschen ran. Jetzt müssen wir schneller durchrushen, weil anscheinend vergeht hier die Zeit. Komm schon, verzeiht. Irgendwas eingesammelt, Munition gleich eingesammelt. Der ist auch extra so gemacht, dass er einen direkt drauf springt. Finde ich irgendwie nicht so gut. Komm schon. Und tschüss. Ah! Blöder Tiger. Kommt gleich noch einer. Noch einer. Duck dich! Ah je. Ah! Hat gemacht. Waffe wechseln. Nein! Also die Steuerung, ich weiß nicht, da komme ich nicht ganz zurecht. Aber ich glaube, es ist. Ich glaube, das ist mein Problem. Ich glaube nicht, dass es. Ich müsste mal. Weiß nicht, der Controller. Ich spiele halt wieder mal mit dem Xbox-Controller. Ich glaube, da bräuchte ich den anderen. Mein Retro-Controller, der wäre da besser. Aber ich war jetzt zu voll zum Umstecken einfach. Ballhead wird bestraft. Gut. Wollen wir uns hier was extra? Waffe wechseln. Ja, jetzt haben wir noch genug Zeit. Oh. Mal flüchten da. Ah, ich habe doch hüpfen gedrückt, ganz sicher. Ich hüpfe nicht, der hüpft nicht. Ich drücke auf den Knopf und er hüpft nicht. Das ist natürlich schon ein bisschen ein Jammer. Was ist mit dir los? Aha, jetzt habe ich einen anderen. Ich kann da nicht drauf hüpfen. Wieso kann ich da nicht drauf hüpfen? Das ist doch bescheuert. Aha. Fisch. Diese bösen Fische. Also, böse Fische finde ich bei so einem Szenario immer ein bisschen lächerlich. Aber was soll's. Tschüss. Sehr gut. Uah. Auch noch geschafft. Was? Da hätte ich was einsammeln können. Moment. Ich komme noch nicht. Nein, es geht nicht. Keine Ahnung. Tschüss. Ah, blöde Katze. Ach, geh. Duck dich! So. Ja, ich schieße mich jetzt einfach durch, was soll's? Ah! Da oben ist irgendwas, komm ich wieder nicht hin. Können gleich unterschiedlich hochspringen, die Dinge muss. So, da. Na komm an. Da gibt's Zeug. So. Ah, jetzt schaffe ich ihn. Ich habe das im Gefühl. Ah, jetzt hüpft er wieder nicht. Hüpf. So, da. Und hüpf! Sehr gut. Hüpf! Warum schießt du nach unten, du Blödmeier? Bist du denn Chiecho? Du sollst nicht nach unten schießen. Yeah! Da kommt er noch mal. Ich hätte gedacht, ich hab's geschafft. Mies verdammte. Schauen wir mal, wie lange zocke ich ihn schon. Was sagt die Uhr? 9 Minuten 50. Ha. Einmal geht's noch.
Nein, aber der geht noch. Was hat der für Waffen? Aha, Schwert und Schuss. Okay. Ninja. Fisch. Komm. Fischfutter. Haben wir noch bis zum Endboss. Come on. Der kann richtig hochhüpfen. Ah! Ah, ja, ja. Vergessen, dass der da raushüpft. Und tschüss. Der auch weg da. Ah, extra da. Ist flöten gegangen. Ah, der Zeitdruck ist gar nicht mehr so schlecht. Das macht das Ganze ein bisschen dynamischer. Sonst will ich mal. Ah, geh, komm. Duck dich doch, du blöden Mann. Duck dich. Ah, nicht gehen. Einfach nur ducken. Einfach nur ducken ohne gehen. Komm an. Wie den hält der aus? Das gibt's ja nicht. Kann ich einfach mal sterben? Ah, yeah. Tschüss. Weg mit dir. Ah, je, yeah, ich komme da nicht bis zum Endlos mit denen durch. Oder doch? Duck dich, ich drück runter und er macht einfach nichts. Die Steuerung habe ich vorher noch gelobt, aber sie könnte schon mal noch mal um ein Eck präziser sein. Ah! Ja, lassen wir das. Ich hätte den ersten Endboss vielleicht noch gern besiegt, aber eigentlich so wichtig ist es mir auch nicht. Es ist ein bisschen vertane Chance, muss ich sagen. Ein bisschen vertane Chance. Weil so schlecht wäre das Game eigentlich gar nicht. Wenn das Gegner, das Fighten gegen die Gegner nicht so stupide wäre. Die Gegner haben echt null KI. Gar nichts. Und das macht es ein bisschen zart. Ansonsten der Endboss war eigentlich ganz okay und Grafik war okay, Sound war okay, ja, viel Schlimmeres erhofft. Erwartet, ich habe mir viel Schlimmeres erwartet, erhofft habe ich mir natürlich Besseres, keine Frage. Ja, gut, sagen wir mal, das war's. Ja. Da, jetzt sind wir da. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Spaß dran hattet, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, schaut mal da drüben nach. Und über Kommentare freue ich mich natürlich immer. Ich bin mir sicher, da draußen gibt es ein paar Hardcore G.I. Joe-Fans, die werden mich jetzt aufklären, dass das ein richtig gutes Game ist. Nur zu. Ciao, bis bald.